Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Rina und ich habe für dich eine kleine Yoga-Praxis vorbereitet. Den ganzen Körper zu strecken und dehnen und den Geist ruhiger zu machen, sodass du mit voller Energie und mit ruhigem Geist durch den Tag gehen kannst. Komm in eine angenehme Sitzhaltung. Sitze gerade. Spüre deine Sitzbeinhöcker am Boden. Richte deine Aufmerksamkeit in deine Atmung. Bring deine Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen. Und mache für dich eine Intention für den Tag. Senke dein Kopf und langsam öffne deine Augen. Komm in Vierfüßlerstand, spreize die Finger breit, Handgelenken sind unter die Schultergelenken, Ellbogen nicht durchgestreckt, die Knie unter die Hüftgelenken, Rücken ist lang. Mit Ausatmung runde deine Rücken. Einatmen, streck dein Rücken lang und drück dein Brustbein etwas vorwärts. Ausatmen, den Rücken runden, Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmen, streck dein Rücken lang, drück dein Brustbein vorwärts. Ausatmen, den Rücken runden, die Beckenbodenmuskeln anspannen. Einatmen, streck dein Rücken lang, drück dein Brustbein etwas vorwärts. Ausatmen, runden und einatmen, strecken. Ausatmen, runden, Bauchnabel nach innen ziehen, schau Richtung Bauchnabel. Einatmen, streck deinen Rücken lang, drück dein Herz vorwärts. Ausatmen, den Rücken runden und einatmen, strecken. Zieh dein Po auf die Fersen, lass dein Rücken lang werden in der Stellung des Kindes. Stirn sinkt zum Boden, Atmung fließt. Schultern sind breit, Rücken bekommt Länge. Atmung fließt, vollständig, ein und aus. Mit der Einatmung komm zurück in Vierfüßlerstand. Dreh die Zehen auf, heb dein Po nach oben, komm nach unten, schauen der Hund. Lass ruhig die Knie noch gebeugt. Rücken ist lang, Armen sind lang. Mit der Ausatmung zieh deine rechte Ferse Richtung Boden. Einatmen, linke Ferse Richtung Boden. Ausatmen, rechte Ferse Richtung Boden, einatmen, beide Knie beugen und ausatmen, linke Ferse Richtung Boden, Knie beugen, rechte Ferse Richtung Boden, einatmen und ausatmen, linke Ferse Richtung Boden. Einatmen und ausatmen, beide Fersen Richtung Boden. Einatmen und ausatmen, zieh dein Bauchnabel nach innen und lagere dein Gewicht auf die Armen, komm in Bretthaltung. Zieh die Fersen nach hinten, die Beine sind lang. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Die Bauchmuskeln sind aktiv. Schultern sind breit, Nacken ist lang. Mit der Ausatmung komm zurück nach unten, schauen der Hund. Einatmen. Bring deine rechte Fuß zwischen die Händen. Lass dein linkes Knie in Boden sinken. Streck deinen Rücken lang und drück dein Brustbein vorwärts. Rechtes Knie ist in 90 Grad Winkel. Die Hüfte sinkt tiefer nach unten. Drück dein Brustbein vorwärts. Atmung fließt.
Stell die Hände auf und bring deinen rechten Fuß nach hinten, komm in Bretthaltung. Mit der Ausatmung komm zurück in nach unten schauender Hund. Einatmen und ausatmen. Einatmen, bring dein linker Fuß zwischen die Hände. Lass dein rechtes Knie im Boden sinken. Schau, dass dein linkes Knie 90 Grad Winkel ist. Die Fingerkuppen sind am Boden. Die Schultern sinken nach unten. Die Hüfte sinkt tiefer nach unten. Brustbein zieht nach vorne. Atmung fließt. Stell die Hände auf und komm zurück in das Brett. Atme ein und mit der Ausatmung zurück in nach unten schauender Hund. Atme ein und ausatmen, lass deine Knie zum Boden sinken. Zieh deine Po auf die Fersen, Rücken wird lang, Stirn sinkt Richtung Boden, in der Stellung des Kindes. Roll dich ein Wirbel für Wirbel nach oben aufrecht zum Sitzen und streck deine Beine aus nach vorne. Bereite dich für das Drehsitz. Stell dein rechter Fuß über dein linken Bein. Fuß ist an den Boden. Streck dein linke Bein aus. Bring dein linker Arm um dem rechten Knie und dreh dich rechts. Rechte Hand ist hinter dem Rücken. Mit der Einatmung streck noch deinen Rücken lang. Ausatmen, lass deine Schulter nach unten sinken. Suche für dich einen Punkt für deine Augen in der Augenhöhe. Konzentriere dich in diesem Punkt und lass deine Atmung fließen. Atme vollständig in deinen Bauch hinein und wieder aus. Mit der Einatmung dreh dein Blick nach vorne. Ausatmen, die Stellung lösen. Streck dein rechtes Bein aus. Mach kleine Gegendrehungen. Zu jeder Seite. Sanft dreh dich in deinem Atemrhythmus von Seite zu Seite ein paar Male. Deine Wirbelsäule wieder neutral zu machen. Sehr schön. Stell dann dein linker Fuß über dein rechten Bein zum Boden. Umarme dein linken Knie. Bring deine rechte Arm um dein linkes Knie und deine linke Hand hinter dem Rücken. Streck dein Rücken lang mit Einatmung. Ausatmen, lass deine Schulter nach unten sinken. Richte deinen Blick in einen Punkt. An der Augenhöhe. Lass deine Atmung fließen. Atme vollständig in deinen Bauch hinein und wieder aus. Mit der Einatmung dreh deinen Blick nach vorne. Ausatmung. Die Stellung lösen. Streck dein Bein aus. Mach wieder kleine Drehungen zu jeder Seite. Die Wirbelsäule neutral zu machen. In deinen eigenen Atemrhythmus. Und dann komm in Rückenlage. In Rückenlage stell die Füße auf, hinter dem Gesäß. Schau, dass deine Wirbelsäule lang ist. Nacken ist lang. Mit der Einatmung heb dein Gesäß nach oben und bring die Arme über den Kopf nach hinten.
Mit der Ausatmung bring die Arme wieder zurück und lass deinen Rücken ein Wirbel für Wirbel zum Boden sinken. Einatmen, öffne den Hohlkreuz unter dem unteren Rücken und ausatmen, zieh die Lendenwirbelsäule in den Boden zurück. Einatmen, heb dein Po nach oben, Arme nach hinten, ausatmen, die Arme wieder zurück. Einatmen, öffne den Hohlkreuz unter dem unteren Rücken. Ausatmen, zieh dir deine Lendenwirbelsäule im Boden zurück. Einatmen, bring die Arme weit nach hinten und Po nach oben. Ausatmen, die Arme wieder zurück und ein Wirbel für Wirbel deinen Rücken zurück zum Boden. Einatmen, Lendenwirbelsäule hoch. Ausatmen, zurück zum Boden. Einatmen, Arme nach hinten, Po nach oben. Ausatmen, die Arme zurück und Rücken ein Wirbel für Wirbel zum Bohren. Ein paar Runden in deinen eigenen Atemrhythmus. Und dann mit der Ausatmung bring deine Knie in Richtung Bauch, umarme deine Knie. Mit der Ausatmung heb dein Oberkörper hoch. Mit der Einatmung lass dein Oberkörper nach unten sinken, berühre den Boden mit deinen Zehen und streck die Arme nach hinten. Ausatmen, heb dein Oberkörper hoch, bring deine Nase Richtung Knie. Einatmen, berühre den Boden mit deinen Zehen, streck deine Arme nach hinten. Ausatmen, die Knie umarmen. Einatmen, die Arme nach hinten, berühre den Boden mit deinen Zehen. Ausatmen, die Knie umarmen. Und einatmen, streck die Arme nach hinten, berühre den Boden mit deinen Zehen. Und bring die Arme wieder bei dem Körper. Stell die Füße auf hinter dem Gesäß. Streck dein rechtes Bein aus nach oben. Und greif dein Oberschenkel Rückseite. Du kannst auch deine Wade greifen oder deinen großen Zeh mit Zeigefinger und Mittelfinger. Streck dein Bein aus, spann deine Oberschenkelmuskeln an. Lass deine rechte Schulter möglichst Richtung Boden sinken. Wenn es für dich angenehm ist, streck dein linkes Bein aus. Ferse bleibt an dem Boden. Und rück deine linke Fuß von dir weg. Linke Fuß bleibt aktiv. Beide Oberschenkeln bleiben aktiv. Atmung fließt. Atme in die Dehnung hinein. Und beug dein Knie. Lass dein Knie Richtung Achselhöhle sinken. Öffne dein Knie etwas nach außen. Schöne Öffnung für die Hüfte. Atme hier noch ein und aus. Langsam die Stellung lösen. Stell dein rechter Fuß auf hinter dem Gesäß. Stell dein linker Fuß auf hinter dem Gesäß. Und dann streck dein linkes Bein aus nach oben. Greif dein Oberschenkel Rückseite oder greif deine Wade oder dein großes Zeh. Streck dein linkes Bein aus, spanne beide Oberschenkelmuskeln an, streck dein rechtes Bein aus, wenn es für dich angenehm ist. Wenn es für dich zu viel ist, lass dein rechter Fuß aufgestellt hinter dem Gesäß. Atme in die Dehnung hinein, lass die Atmung fließen. Beug dein linkes Knie und lass dein Knie Richtung Achselhöhle sinken. Öffne dein Knie etwas nach außen. Atme hier. Ein paar Atemrunden lang.
Langsam die Stellung lösen. Stell deinen Fuß auf. Stell auch deinen rechten Fuß auf. Und bring die Füße mattenbreit, etwas breiter als hüftbreit. Öffne die Arme zu den Seiten in Schulterhöhe. Und mit Ausatmung lass deine Knie rechts kippen. Einatmen, bring die Knie wieder zurück. Und mit Ausatmung gebe deine Knie links. Einatmen, zur Mitte zurück und ausatmen rechts. Einatmen, zur Mitte zurück und ausatmen links. Einatmen, zur Mitte und ausatmen rechts. Einatmen, zur Mitte und ausatmen links. Einatmen, zur Mitte und streck die Beine wieder aus. Komm in Shavasana für die Endentspannung. Schau, dass du ganz entspannt und bequem liegst. Lass deine Atmung ganz natürlich fließen durch die Nase ein und durch die Nase aus. Ganze Körper ist entspannt und ruhig. Langsam komm wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit. Fang an, deine Hände und deine Füße zu bewegen, dich zu strecken und dehnen und reckeln. Und dann, wenn du wieder ganz im Hier und Jetzt bist, über eine Seite, komm langsam aufrecht zum Sitzen. Bring die Hände vor dem Herzen in Anjali Mudra und schließ deine Augen. Schau nach innen mit Liebe, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du die Zeit genommen hast, deine Yogamatte auszurollen und zu praktizieren. Beuge vor dich selbst hin. Namaste. Herzlichen Dank.